Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werden wir auf die Evolution von Battle Royale Games reagieren. Und ja, nein, es ist kein es ist kein Minecraft Gameplay, sicher nicht. Obwohl ich es auch gespielt habe in 2012. Aber nein, wir schauen uns mal das Video an. Weil das heißt ja die Evolution von, ich habe schon gesagt. So. Battle Royale. Oh Gott, da waren das alte Zeiten. 2012. Da habe ich mit Gaming angefangen. Ja, obwohl. Arma 2, Daisy Battle Royale. Kennt das Spiel jemand von euch? Ich kenne das nicht, also tut mir leid. Kennt das jemand von euch? Ich kenn's nicht. Die Musik, Alter. Arma 3 Battle Royale. Kennt das jemand von euch? Meine Minecraft-Zeiten waren das. Nachher 2013, 2014, 2015 waren dann so FIFA-Zeit von mir. Und dann kam eigentlich schon Black Ops. Also Black Ops habe ich durch einen Kollegen kennengelernt von mir. Kam Black Ops 3, Black Ops 4 jetzt und jetzt ist halt noch Rocket League aktiv. Denn ich da bin ich ja im E-Sport-Team aktiv und deswegen, ja. Mal schauen, was es noch so bringt. Boah. Ach du heilige Scheiße, hab ich das gerade erschrocken. Scheiße. M4, geil. Ark. Survival of the Fittest. Ark spielen immer noch Freunde von mir. Aber ich nicht. Ja, aber Ark habe ich mir früher, wo es noch so ein bisschen, wo es Dene und von der Laden noch so, Dene von der Laden, Felix von der Laden und IZZI gespielt haben. Habe ich mir angeguckt, aber jetzt nicht mehr. Aber ich kenn's gar nicht so, also hat sich auch Spaß gemacht, so zu zocken. H1Z1 H1Z1 ist ein Spiel gewesen, was ich unbedingt zocken wollte, aber ich hatte, glaube ich, kein Geld oder so. Ne, da hatte ich keinen guten PC und konnte nicht zocken. Aber naja. Headshot. Boah, nice. Letztes Jahr das Game hier anscheinend soll es wirklich nur Dreck sein. Kannst du mir mal vorstellen, dass das Game recht nice gewesen ist? Mein Ninja hat das ja auch gezockt.
Ja, ich weiß, sorry, Jungs. The Culling. Kennt jemand The Culling? So. Oh, gib ihm. Gib ihm. That's how you handle it. Ist aber schon krass, wie auch das Ganze, wie das Ganze so von der Grafik her sich verbessert hat. Oh, PUBG. Oh ne. Das war auf dem Handy. Rules of Survival. Das war ja so das typisch Handyspiel. Aber tatsächlich habe ich mir. What the fuck? Was macht der denn da am Boden, Alter? Aber gespielt habe ich es tatsächlich noch nie. Also von dem her. Anscheinend waren noch nicht so viele gut. Och, nicht schon wieder, Alter. Aber jetzt hat es mich nicht erschrocken. Fortnite. War das 2017? Oh. Ah ja. Oh mein Gott, das waren so die guten alten Zeiten. Oder waren das die guten alten Zeiten? Die Map sieht auf jeden Fall geil aus. Die Headshots sind schon mal besser. Ja, ja, das ist. sieht man direkt an der Pumpgun. Ja, die graue Pumpgun, natürlich. Gibt's ja jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, die graue Pumpgun, die violette Tactical. Giving. Die Scar Sounds. Oh mein Gott, wie ich die vermisse. Oh mein Gott. Hört es euch an. Aber keiner pusht. Oh, dieses Gas-Sounds. Puder, ich muss so los. Aber da hat man nicht so viel gepusht tatsächlich in den alten Lobbys. In allen Lobbys, ne? Boah, das war toll. Komm, schieß noch einmal mit der Scar, bitte. Ja! Ja, das war die guten alten Zeiten von Fortnite. Wenn man mit dieses Scar alles. Ja. Die alte Musik. PUBG. Warum ist PUBG nach Fortnite? In diesem Video. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ja, verstehe ich nicht, warum PUBG nach Fortnite kommt, besser gesagt. Verstehe ich nicht. Winner, winner, chicken dinner. Schon wieder? Ach, auf Handy! Ah, okay, sehr schön. Boah, aber dieser Trailer ist geil. Von dem habe ich schon mal was gehört, das ist glaube ich von Hand of Blood, also nicht von ihm selber gemacht, aber Hand of Blood und so hat das ja mal gespielt. Aber tatsächlich check ich gerade nicht. Also das Game gespielt habe ich tatsächlich noch nie. Two
Swiss Schoolgirl. Ist das eine Schweizerin, die da das Video gemacht hat? Oder? Ja. Grüß Geduse. Islands of Nine. Meine Fresse, ey, diese Werbung, Alter. Ach, du heilige Scheiße. Blackout vielleicht noch? Von Black Ops 4, aber... Was ist das für ein Game? Was ist das für ein Game? Sie oder er hat noch 6 Schuss. Ja. Ja, die Reihenfolge war vielleicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber naja, wenn ihr das Video ohne meine Reaktion sehen wollt, dann könnt ihr das gerne unten in der Videobeschreibung anklicken, denn ich habe es wie immer alles verlinkt. Und ja, Leute, ich frage auch immer, aber ist mir meistens schon bewusst, dass sie nicht zurückschreiben werden. Entweder auf Twitter, Instagram und so. Aber ich frage immer nach. Also seid euch das bewusst. Wenn ihr mich abonnieren wollt, könnt ihr das auch gerne. Ich verlinke mich auch unten. Und ja, dann werde ich sagen, wenn es nächstes Mal heißt, hallo. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Tschö. Peace.